Herzlich willkommen zur Tiki Shodan. Tiki Shodan, auch genannt der eiserne Reiter, der Kiwadachi, der Reiterstand, das zentrale Gewicht, das gehalten wird, auch wenn der Oberkörper sich bewegt. Tiki Shodan, das Bindeglied der Heian-Katas. Ich habe mich über die Heian-Kata so langsam genähert. Dann gehe ich über die Tiki Shodan, über die Brücke hinüber zur Basadai, die schon auf mich wartet. In der Tiki Shodan lerne ich, den Oberkörper mit einem minimalen Hüftniveau zu bewegen, damit der Stand nicht leidet, und mit minimalem Hüfteinsatz die Technik auf den Punkt zu bringen. Das ist sehr, sehr wichtig für später, die Hüfte gezielt, wenn auch nur mit kleinen Nuancen, auf den Punkt zu bringen. Gute Grundlage für nahe Selbstverteidigung und für Hente-Wahrsein. Auch sehr interessant ist die Verknüpfung von Tiki Shodan, Tiki Nidan und Tiki Sandan zu der großen Naihanshi. Diese Kata, diese drei Teile, so geht man davon aus, waren früher eine Einheit. Der eiserne Reiter. Und hier noch einmal deutlich zu machen, hier nähert man sich mit den Heian-Kata. Die Heian-Kata bilden das Fundament auf dieser Seite. Und über die Tiki, das gezielte Bewegen des Oberkörpers und trotzdem das Fundament in Stand zu halten, um dann auf der anderen Seite Oberstufe zu landen und in Empfang genommen zu werden von der Basai Dai. Viel Freude mit der Tiki Shodan. Tiki Shodan Lernvideo. Gewicht absenken. Mittelfinger auf Mittelfinger, aber nur die Fingerspitze. Wenn ich die Hände ganz fächere, sind die Arme, der Brustkorb zu eingesperrt. Auf dem Mittelfinger loslassen, die Hände fächern sich natürlich. Jetzt auf den Kickstarter achten. Nur den Fußballen aufsetzen. Ich zeige es von der Seite. Fußballen aufsetzen, nicht zu weit vorn, sondern möglichst neben dem Ballen. Und sobald dieser Kickstarter, wie beim Motorrad, sobald dieser Kickstarter nach unten geht, startet alles gleichzeitig. Arme, Beine, Kopf. Werdet ihr gleich sehen, ich komme drauf zu sprechen. Also, aus dieser Position heraus, in Vorbereitung, Kickstarter wird getreten, gleichzeitig geht der Kopf nach vorn, gleichzeitig öffnen sich die Hände in Richtung Daumen. Gleichzeitig geht bei Kanasa aber der Fuß nach oben, senkrecht, umgekehrter Mikazuki. Dann Kopf drehen, gleichzeitig absetzen, Haischuh, Handrückenschlag. 2x2 Techniken, Ellenbogen, Hüfte dreht nach rechts, Stand stabil halten. Koshigamai, stapeln, nicht die Fäuste, auf den Fäustedruck, Unterarmdruck. Andrücken, wir stehen quer zur Richtung, direkt aus dieser Position Gedanbarai, Hüfte leicht zurücknehmen und diese Vorspannung in der Hüfte nutze ich für den Kagesuki. Kagesuki, Nagare, fließendes Wasser, ständiges Gefälle, Ende, Körperende. Übersetzen, Blick ist links, Kickstarter vorbereiten. Kickstarter wird getreten, gleichzeitig Kopf nach vorn, gleichzeitig der obere Arm, der rechte Arm holt nach links aus, das linke Knie geht nach rechts rüber, Fabriken des Körpers, dann absetzen, Ochi-Udoka. Hintere Hand geht vor die vordere Hand, ausholen, Hüfte dreht sich und jetzt den Oberkörper gedreht, damit ich hier durch die Hüfte kommen kann, um dann am Handgelenk entlang einzurasten. Ellenbogen im Handgelenk. Jetzt kommt zweimal Kopf-Fuß-Block. Als erstes den Kopf. Angriff sehen. Angreifer will mein Bein wegtreten. Bein weg, um blocken. Andere Seite. Kopf. Wieder Bein wegtreten. Fuß und Block. Stapeln. Unterarme ran. Und Marotte-Suki.
Langsam einatmen, Rücken dehnen, Handrücken, Vorspannung, Bauch, Hinterarm. Stand fest. Ellenbogenstoß, Hüfte nach links, Koshigamai, Hüfte quer. Geh dann bereit, Hüfte raus und Kagesuki, Hüfte rein. Rübersetzen, Kickstarter bereit. Kickstarter aktiviert, gleichzeitig Kopf, Arm, Knie und absetzen. Hinterarm vor den vorderen. Zurückziehen, Hüfte drehen. Durch die Hüfte, Urasuki. Kopf, Fuß, Block. Kopf, Fuß, Block. Stapel nieder. Notosuki. Sunshin nach außen. Spüren, was ich sehe, was ich nicht sehe. Kopf, Hände öffnen. Zusammenbringen. Mittelfinger auf Mittelfinger. Noch nicht das Gefühl haben, Kata ist zu Ende. Alles noch möglich. Dann Sunshin nach innen lenken. Hold on.